Ja, liebe Dietzenbacherinnen und Dietzenbacher, Zuhörer auf unserer Homepage, die nächste Ausgabe des Bürgermeister-Podcasts beschäftigt sich mit Radverkehr und Mobilität. Wir sind in einer Zeit der Veränderung und das erkennen wir auch an unserem Mobilitätsverhalten. Dieses wird sich in den nächsten Jahren ändern, ja, im Zuge des Klima- und Umweltschutzes verändern müssen. 1959 kam dieses Buch raus, Eine autogerechte Stadt. Und heute erkennen wir, dass das eine Fehlentwicklung ist. Und wir erkennen das an vielen, vielen Dingen. Ja, die Zeit, wo die Stadtplaner für das Auto geplant haben, die wird sich ändern. Ja, damals hat man das so geplant, dass Autos am besten direkt im Haus stehen und der Nutzer von dem Haus zum Zielort einkaufen oder zum Büro direkt kommt, ohne sich irgendwie bewegen zu müssen. Ja, am besten im Sitzen. Ja, auch das ist für die Gesundheit nicht besonders vorteilhaft, wenn man immer nur sitzt. Deswegen ist die Zukunft Radfahren. Und da sind wir beim Thema. Wir werden heute ein Beispiel uns angucken. Ja, zunächst in der Theorie und dann in der Praxis. Wenn wir in der Zukunft also eine Veränderung in unserem Straßenbild haben hin zur Fahrradfreundlichkeit, dann löst das zunächst einmal Irritation oder auch Verwunderung aus. Und das ist ganz normal. Und es wird eine Zeit dauern, bis man sich dann daran gewöhnt hat. Geht mir ja auch so, wenn ich mit dem Rad unterwegs bin. Und deswegen ist es am besten, wenn man es mal ausprobiert. Wir haben also heute zwei Teile. Zuerst kommt die Theorie und dann gehen wir in die Praxis. Nun zur Theorie. Ja, wir werden heute sprechen über das direkte Linksabbiegen und das indirekte Linksabbiegen. Verkehrswende für den Radverkehr heißt, dass der Verkehrsraum gerechter aufgeteilt wird. Dass der Verkehrsraum nicht mehr nur alleine für den motorisierten Individualverkehr zur Verfügung steht, sondern eben auch für andere Verkehrsteilnehmer Platz macht. Und da haben wir ein sehr schönes Beispiel, ja, durch die Neumarkierung an der Limesstraße, das ist die Kreuzung, hier geht es Richtung Steinberg, hier sind wir auf der Offenbacher Straße. Und da wurde für den Radverkehr durch Schutzstreifen ein separater Raum eingeführt und eingefügt, damit der Radfahrer seinen eigenen Verkehrsraum bekommt. Ja, das ist hier ganz modern realisiert worden. Wir haben also den Geradeausverkehr, wie bisher auch, und wir haben den Pkw, Lkw-Linksabbiegeverkehr in die Limesstraße hinein. Und dazwischen ist durch Schutzstreifen markiert, Sie sehen das hier an den blauen Pfeilen, für Radfahrer eine extra Spur gezeichnet worden, mit Piktogrammen versehen, damit auch jeder versteht, das hier ist für Radfahrer vorgesehen. Und die Linksabbiegung funktioniert so, wie genau vor 40, 50 Jahren, als ich noch als Pennäler das Radfahren gelernt habe und mein Abzeichen da gemacht habe. Ja, Sie ordnen sich ein, Handzeichen gebend, und fahren dann hier an dieser Stelle, dort ist ja die Signalanlage, also die Ampel, dort halten Sie ein bisschen weiter vorne, damit Sie immer gut gesehen werden vom Pkw und Lkw-Verkehr. Und dann fahren Sie bei Grün los, wie alle anderen eben auch, fahren hier vor und biegen links in die Limesstraße ab. So wie Sie es üblicherweise jetzt auch gemacht haben. Wenn man etwas langsamer unterwegs ist, nicht so sportlich schnell unterwegs ist oder auch Zeit hat, ja, dann haben Sie eine zusätzliche Option und die nennt sich indirektes Linksabbiegen. Das funktioniert so, dass Sie mit dem Geradeausverkehr weiterfahren, ja, über die Kreuzung hinweg mit dem grünen Lichtsignal, Ampelsignal und dann haben Sie hier eine zusätzliche Spur, einen Schutzraum, Schutzstreifen abmarkiert, auch mit Piktogrammen für Radfahrer vorgesehen. Und Sie folgen dieser Spur und ordnen sich hier neu ein, halten an dem Punkt. Hier ist eine extra Ampel neu installiert worden. Und Sie warten einfach auf die nächste Grüne, auf das nächste Grünsignal des Verkehrs vom Steinberg und von der Limesstraße, beziehungsweise umgekehrt in diese Richtung. Und wenn dann das Grünlicht kommt, auch mit einem Pfeil versehen, dann fahren Sie geradeaus mit dem fließenden Verkehr, in dem Fall vom Steinberg kommend, in die Limesstraße rein. Das ist das indirekte Linksabbiegen, eine zusätzliche Option, um das Radfahren auf der Offenbacher Straße attraktiver zu machen. Und wie das in der Praxis aussieht,
Das gucken wir jetzt gleich uns draußen am Beispiel an. Ja, meine Damen und Herren, hier haben wir eine typische Verkehrssituation bei uns an der Offenbacher Straße. Ja, nachmittags hohes Verkehrsaufkommen, es kommt auch zu Pkw-Ansammlungen vor der Ampel. Jetzt haben wir das Grünlicht, frühzeitiges Handzeichen geben, damit der Kraftfahrer weiß, wo sie hinwollen. Das Handzeichen ist das Kommunikationsmittel für Sie als Radfahrer. Auch hier frühzeitig das Handzeichen geben, dass Sie links abbiegen wollen. Fahren Sie auf die Linksabbiegerspur. Vorne ist schon jetzt sichtbar der zusätzliche Schutzstreifen für die Radfahrer. Da fahren Sie bitte ganz vorne hin an die Quermarkierung. Das ist Ihr Bereich. Jetzt schaltet die Ampel um. Und jetzt auch hier frühzeitiges Handzeichen für die von vorne kommenden. Und dann geht's rum im großen Bogen, wie Sie das gewohnt sind. Hier die Sicht von vorne. Gucken Sie mal das Handzeichen. Großer Abstand. Ja, schauen Sie mal, der Abstand zwischen dem Kfz und Ihnen, dem Radfahrer, ist mehr als 1,5 Meter. So, und jetzt schauen wir uns mal das indirekte Linksabbiegen an, wie es jetzt möglich ist. Ja, wir haben das Grünsignal der Lichtsignalanlage. Sie bleiben auf dem Fahrradschutzstreifen, fahren auf die Kreuzung rauf, ja, im fließenden Verkehr, der an Ihnen vorbeigeht. Und jetzt kommt dann das Handzeichen auch hier, dass Sie angeben, jetzt biege ich ab auf den für Sie vorgesehenen, Schutzstreifen und den Querstreifen. Sie nehmen das Rad, gehen in die neue Richtung und warten dann auf das nächste Lichtsignal, bevor Sie dann quasi mit dem querenden Verkehr, jetzt kommt das Lichtsignal, über die Offenbacher Straße rüberfahren. Hier von vorne gut zu sehen. Ja, das Lichtsignal für den Radfahrer kommt etwas früher. Das heißt, Sie sind die Erste, die auf die Kreuzung fährt. Und dann geht es mit der Verkehrsführung normal weiter.